Herzlich willkommen zu einem neuen Workshop der Stadtbibliothek hier in Neuss. Heute verraten wir euch, wie man mit alten Eierkartons und Saatgut im Grunde Upcycling der ganz besonderen Art macht. Dabei wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Hallo, mein Name ist Veronika und ich zeige euch heute, wie man Saatpapier aus Eierkartons macht. Dafür braucht ihr einen Eierkarton, ein bisschen buntes Kreppband, damit das Saatpapier hinterher auch schön aussieht. Ein paar Förmchen, damit wir eine Form daraus machen können. Ein bisschen Saatgut und einen Pürierstab. Als erstes muss das Papier von dem Eierkarton abgefriemelt werden, weil wir wollen den Eierkarton einweichen. Und dieses Papier, was oben drauf ist, lässt sich sehr schwierig einweichen. Dann nehmen wir den Eierkarton und reißen ihn ganz klein. Dann nehmt ihr ein bisschen von dem Kreppband, reißt es auch klein und füllt es auch in das Gefäß. Und dann wird das Ganze mit Wasser aufgefüllt. Das muss dann so für eine Stunde, zwei stehen bleiben, damit es richtig schön aufweicht. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Das hat jetzt 2 Stunden eingeweicht und ist schön, ja, ein bisschen matschig. Dann nehmen wir den Pürierstab und pürieren das Ganze schön klein. Dann füllt ihr das Ganze in ein Sieb, damit das Wasser auch gut ablaufen kann und nur noch die Masse übrig bleibt. Dann nehmt ihr euch ein altes Handtuch. Ich habe noch eine Pappe drunter getan, weil dann kann man es besser zur Fensterbank transportieren, weil es muss ungefähr eine Woche trocknen. Dann nehmt ihr das Handtuch, das Förmchen und dann nehmt ihr von der Masse und füllt das vorsichtig hier rein. Es darf nicht zu dick sein und nicht zu dünn sein. Und muss gleichmäßig verteilt werden. Dann nehmt ihr Samen, am besten von Wildblumen, Wildkräutern, am besten samenfeste Samen. Daraus kann man später dann wieder neue Samen produzieren und verteilt die vorsichtig auf dem Saatpapier. Es darf nicht zu viel drauf getan werden, weil wenn die Blumen später wachsen, dann stören die sich gegenseitig, wenn zu viel davon auf dem Saatpapier ist. Und wenn das fertig ist, dann kann man es abziehen und man kann das nächste machen. Nimmt man wieder was von der Masse, verteilt es gut.
verteilt wieder ein paar Samen drauf. Am besten die Samen auch ein bisschen andrücken, damit die auch halten, wenn die Masse trocknet. Und dann macht ihr so weiter, bis die ganze Masse verarbeitet ist. Dann muss das Ganze trocknen. Wenn es trocken ist, sieht das so aus. Ihr könnt dann einfach einen alten Blumentopf nehmen, wo unten Löcher sind. Dann füllt ihr Erde ein. Steckt das hier rein und bedeckt das Ganze mit ein klein bisschen Erde. Und dann muss es immer gut feucht gehalten werden. Nicht nass, sondern nur feucht. Und ihr werdet dann an eine sonnige Fensterbank stellen. Und ihr werdet sehen, nach einigen Tagen kommen ganz klitzekleine Blümchen raus. Viel Spaß!